Hallo Computerfreunde und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe hier beim Einrichten von unserem Test-Notebook. Den Movavi Screensaver haben wir ja schon schön drauf und können jetzt hier alles auf dem Rechner aufzeichnen. Bevor wir jetzt aber weitermachen mit den eigentlichen Arbeitsprogrammen, zum Beispiel das Magic ist ja das wichtigste Programm für mich, hauen wir uns jetzt noch ein paar Spezialtools drauf und da greifen wir natürlich so faul wie wir sind, ne, auf Ninitate zurück. Geschrieben ninitate.com. So, das ist nämlich schön voll mit ein paar guten Tools. Die klickt man einfach an. Ne? Ich habe das schon mal vorgestellt. Ich will Chrome drauf haben. Ich brauche einen 7-Zip. Wir brauchen natürlich einen Video-LAN-Client, ist auch immer gut. Nicht zu viel auf einmal, nur so das, was man wirklich dringend braucht. Was ist denn das Neues? Das muss neu hinzugekommen sein. Ein Painting-Programm, ne? Ne, wir werden noch Photoshop Elements installieren. Das heißt, da brauche ich auch nichts davon. Ja, PDF anschauen und createn kann man inzwischen mit einem Windows-Bordmittel. Das reicht mir auch. Ja, LibreOffice habe ich als gern drauf. Ne, da machen wir eine extra Installation draus. Hier geht es nur um ein paar Tools, damit wir hier ein bisschen arbeiten können, ne? CD-Brenner, ne, ist auch was von Oldschool. Ich habe gar keine Rohlinge mehr. Virenscanner brauchen wir auch keinen mehr. Dann lassen wir den Defender von Microsoft arbeiten. Wie sich letztens gezeigt hat, ist es halt doch besser, ein sicheres, abgedichtetes, upgedatetes Betriebssystem zu haben, ne? Denn wenn dein Betriebssystem nicht up-to-date ist, dann schützt dich auch der beste Virenscanner nichts, ne? Sodele, das reicht eigentlich, ne? Notepad brauchen wir noch, FileZilla, FTP, ja, werden wir brauchen für ein zukünftiges Projekt. Dann nehmen wir das doch gerade mal schön mit, ne? Chrome und Zipper. Entzippen kann man mit Bordmittel, nur zippen ist es eigentlich ganz praktisch. VLC, noch ein bisschen ein Videoplayer. Okay, ja, ich würde sagen, das reicht. Na, hier kann man sich einfach zusammenklicken, was man an Programmen gern drauf hätte. Klickt hier drauf und so schon startet sich dieser kleine Download, den speichern wir mal. So, gehen wir da hin und sehen jetzt hier diese kleine Installation. Die wirklichen Programme werden hier erst heruntergeladen, wenn es soweit ist. Rechte Maus ausführen als Administrator und los geht's. Wir können hier die Details einblenden. Und jetzt sehen wir, wie die einzelnen Programme heruntergeladen werden und automatisch in Betrieb genommen werden und das auch noch gleichzeitig in der Sprache des Betriebssystems, sofern die Installationspakete in dieser Sprache vorhanden sind. Das ist also eine ganz feine Geschichte, ne? Solange hier dieser Download läuft und Installation, noch ein kurzer Quick-Tipp zwischendurch zum Thema Energiesparmodus. Da geht es nicht um die allzeit bekannten Energiesparmodis, sondern um noch was, wo im normalen Betrieb den Leuten nicht auffällt, habt ihr aber Verbindungen, die auf keinen Fall unterbrochen werden dürfen, wie zum Beispiel eine VPN-Verbindung in die Firma oder so, ist es eigentlich ganz wichtig, wenn ihr mal in die Netzwerkeinstellungen geht, rechte Maus auf euer LAN- oder WLAN-Symbol, Netzwerk und Freigabecenter öffnen und klickt da in die Adapter-Einstellungen ändern. Da seht ihr jetzt eure Hardware, die verbaut ist für euer Netzwerk. Ne? Wir haben einfach ein WLAN und Ethernet. Schauen wir uns das mal zuerst an. Rechte Maus Eigenschaften. Denn unabhängig von den Betriebssystemen, Laptop, Energiesparoptionen, haben die Netzwerkkarten nochmal eine eigene Energiesparfunktion, die hier nicht angezeigt wird, weil es der Treiber nicht mitbringt, aber beim WLAN zu sehen sein muss. Eigenschaften konfigurieren. Und hier haben wir eine extra Energieverwaltung fürs WLAN. Und da nehme ich immer gern das Häkchen raus, dass zum Beispiel bei einer länger geöffneten VPN-Verbindung nicht der Rechner auf die Idee kommt, einfach mal hier die Netzwerkkarte abzuschalten. Das war früher bei AC100-Verbindungen oder SAP-Verbindungen oder VPN-Verbindungen ist das, kommt das nicht gut, weil da wird die Verbindung abgebrochen. Ne? Also der Computer soll bitte nicht die WLAN-Karte selbstständig in irgendwelchen Energiesparmodus fahren. Ne? Je nach Treiber, wenn er installiert ist, taucht diese Karte als auch noch hier bei der LAN-Schnittstelle hier als letzte Reiterkarte auf. Ist jetzt hier aber nicht vorhanden.
wird hier nicht angezeigt. Okay, das noch schnell. Oh ja, das ist recht flott. Alle Downloads wurden beendet und alle Installationen ausgeführt. Zack, und das Programm meldet, es ist beendet. Dann können wir auf Close gehen und jetzt sehen wir hier sofort, wir haben hier weitere Programmchen wie den Chrome drauf bekommen. In Deutsch. Sehr guter Browser. Wir können hier mal schauen über Chrome, ob er auch wirklich aktuelle Version sieht. Tatsächlich, ne? Neuester Stand. Sehr gut. Notepad. Auch immer guter Editor. Sehr schön. FileZilla werden wir mal für ein spezielles Projekt brauchen, wo wir ein paar Daten auf den FileZilla übertragen müssen. Media Player. Cool. Muss auch immer drauf sein. Und jetzt können wir noch schauen, unser 7-Zip, das hat man ja nicht so als Programm, das baut sich ja eher in den Kontextmenü ein. Können wir mal hier schauen, jawohl, 7-Zip ist da und funktioniert. Ja, hier sehen wir schon das Programm von der nächsten Ausgabe, da werden wir dann mal das Magix Video Deluxe Plus 2017 in Betrieb nehmen hier auf dem Notebook, was mein wichtigstes Programm ist, ne? Zum Videos bearbeiten und schneiden. Ja, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsetzen, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Und wie heute hier erwähnt, wenn ihr ein paar Tools installieren wollt, müsst, und das Tolle daran ist ja, wenn ihr hier in ein paar Wochen diese Exe wieder ausführt, wird er einfach nachschauen, ob diese Installationen vorhanden sind, beziehungsweise ob sie noch aktuell sind. Wenn nicht, wird er die aktualisierten Versionen herunterladen und die dann aktualisieren. Das heißt, diese Installer nicht wegschmeißen, sondern auf dem Rechner lassen und ab und zu wieder mal ausführen. Dann sorgt dieser Installer nämlich auch gleich noch dafür, dass die vorher bereits installierten Tools auch wieder abgedatet werden, wenn es Updates gibt. Ne? Und hier nochmal die Domain zu diesem coolen kleinen Sammlung praktischer Programme zum Installieren. Ne? Okay, das war's. Ciao, bis zur nächsten Folge. Hier beim Hillbilly auf dem Computerkanal. Ne? Bye, macht's gut.